So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16, der Karrieremodus mit RB Leipzig. Mein Name ist David, ich begrüße euch wieder recht herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute steht das absolute Topspiel schon an, nach 3 Spieltagen in der Liga gegen den FSV Frankfurt. Ja, das letzte Spiel haben wir auch gewonnen. Wir befinden uns aktuell auf Platz 4 in der Saison, Tabellenplatz 4 in der Liga. So ist es natürlich richtig. Frankfurt auf der 2. Und das heißt, wir müssen heute Frankfurt besiegen. So, und dann starten wir auch direkt das Spiel gegen den FSV Frankfurt. Willkommen im Stadion in der Red Bull Arena. Leipzig empfängt hier FSV Frankfurt 1899. So, ich musste noch mal einen Schluck trinken. Da war noch ein bisschen was trocken im Hals und wir brauchen hier eine klare Stimme. Der Spieler, der im Fokus ist, das ist Şahin, der bei FSV Frankfurt spielt. Wir sehen ja wieder die Aufstellung von Leipzig. Yusuf Paulsen, der hat einen absoluten Lauf da vorne. Seine Form ist hoch. Das haben wir so auch schon gemerkt in den letzten 2-3 Spielen. Da ging der gut voran. Wir schauen ja noch schnell auf die Aufstellung vom FSV Frankfurt. Dani Şahin mit der 19 ist ein gefährlicher Stürmer anscheinend. Der trifft hier alles. Und der Schiedsrichter legt den Ball bereit. Wir können dann quasi anfangen. Wir spielen ja wieder auf Konter. Ein bisschen defensiv. Das macht sich ganz gut. Und das Spiel läuft. Leipzig hier mit dem Anstoß. Und eine schöne Ballstaffette. Und ich habe das Gefühl, ich komme auch immer ein bisschen besser ins Spiel. Das Ganze läuft schon gut. Paulsen spielt da schön durch auf Thielemans. Ja, Selke, Doppelpassspiel auf Thielemans zurück, aber der Verteidiger passt auf. Selke bekommt den Ball wieder, zieht ab. Thielemans, Fallrückzieher, was für ein Ding. Lupfer, weiß im Tor, hat ihn. Aber was war das denn da von Juri Thielemans im Tor, am Strafraum? Haut da einfach mal einen Fallrückzieher raus. Unbeschreiblich. Halstenberg, schöner Pass auf Forsberg. Der flankt den rein, der kommt gut, aber zu klein der Spieler Dominik Kaiser. So, Thielemans wollte ich jetzt einfach mal draufziehen, aber das hat nicht ganz geklappt. Da Kaiser holt sich den Ball wieder, aber nichts. Der geht nicht durch. Und entschuldigt es wieder, ich kann und kenne hier nicht alle Spieler. Engels erstmal hier bei Frankfurt. Leipzig da schon eine Riesenmöglichkeit. Thielemans, Kaiser holt sich da den Ball, spielt den auf Paulsen, der verliert den Ball. Engels. Selke hinterher und unterbindet das Ganze erstmal. Gibt keine Karte dafür. Alles gut. So, Freistoß also hier für Frankfurt. Den haben wir. Paulsen. Yusuf Paulsen läuft da ganz alleine, aber muss abbrechen. Kaiser. Steckt ihn da schön durch Selke auf. Thielemans die Möglichkeit. Aber der Verteidiger passt wieder auf von Frankfurt. Jetzt aufpassen, kein gefährlichen Konter bekommen. Das ist Şahin. Dedic, oh, der kommt da durch. Dedic immer noch am Ball. Dedic schießt, aber gefährlich war das nicht wirklich. Thielemans rüber auf Forsberg. Der steckt ihn direkt durch auf Davy Selke. Was macht Selke? Der geht da durch. Selke! Abgefälscht. Nachschussmöglichkeit. Paulsen! 1:0. Der Torhüter sah da wieder nicht gut aus. Und dann klingelt's also. Der Torhüter lässt den Ball da nur abdroppen nach vorne. Und Paulsen steht da und schiebt ein. Ich habe schon fast gedacht, das wäre abseits gewesen. Aber der hat gepasst.
26 Minute, also hier das 1:0 durch Yusuf Paulsen für RB Leipzig. Jetzt geht's doch voran. Kruska. Engels. Engels auf der linken Seite. Auf der rechten Seite. Seitenverkehrt natürlich. Frosch im Hals und ich werde ihn nicht los. Schmidtgal. Şahin. Ah, steckt ihn da schön durch. Dedic, aber aufgepasst von Teigl. Paulsen im Zusammenspiel mit Selke. Das klappt ganz gut. Aber Selke ein bisschen zu spät, weil er den Pass spielt. Schmidtgal hat dann in der Mitte Platz. Kruska. Schmidtgal. Abgefälscht. Der kommt da einfach durch. Was ist das? Ein Abstoß ist das. Alles gut, alles gut. So. Kulasi, wohin mit dem Ball? Wir spielen immer nach da. Orban. Thielemans. Spielt den rüber auf Halstenberg. Forsberg. Bleibt Sieger. Der Paulsen. Yusuf Paulsen spielt den schön runter durch auf Bruno. Der kann den jetzt reinbringen. Kopfball Kaiser an den Pfosten. Oh, was ist denn hier los? Es gibt einen Eckball. Und ich habe den Standardschützen immer noch nicht eingestellt. Juri Thielemans. So. Er kommt rein, aber Weiß im Tor hat ihn. Er schlägt ihn jetzt weit nach vorne. Halstenberg bleibt erstmal Sieger. Şahin. Selke. Forsberg. Schön durchgespielt da auf Paulsen. Der läuft durch. Paulsen. Aber nicht gut getroffen. Der nächste Eckball. So, kurz ausgeführt auf Thielemans. Die Möglichkeit, aber nein. Safi. Passt auf. Huber. Und dann geht's auch in die Halbzeit hier wieder mit einer 1:0 Führung. Zu Hause wunderbar. So, Zwischenergebnisse. Freiburg liegt zurück mit 0:1 gegen 1860 München. VfL Bochum 0:1 gegen den ersten FC Nürnberg. So. Zweite Halbzeit kann also beginnen. Yusuf Paulsen hier, absolut unser Mann. Engels. Ja, ein bisschen zu weit für Huber, aber der rettet den dann noch. Engels spielt in der Reihe. Thielemans ist da. Ah, jetzt ist Thielemans ein bisschen zu weit weg. Da kommt der Pass rein, aber Kulasi im Tor. Hat den. Hat da aufgepasst. Jetzt kommt der Eckball. Der wird bestimmt gefährlich. Kulasi hat den. Ohne Probleme. So, Dominik Kaiser. Teigl. Durch auf Bruno. Der sieht Teigl. Teigl sieht aber direkt Paulsen. Paulsen, der geht da durch. Paulsen, Paulsen. Nein, nichts mit Paulsen. Ah, was gibt's jetzt? Eine Auswechslung bei Frankfurt. Dedic geht raus und Kaplani kommt also ins Spiel. Früh der Wechsel hier bei Frankfurt. Oh, aufpassen, aufpassen, nicht durchlassen. Nukan, Halstenberg. Der hat da Platz, der Halstenberg. Selke legt den weiter auf Kaiser. Kaiser will den wieder hochspielen, aber Kruska ist da. Frankfurt hintenrum. Die finden nicht die Lücke. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Leipzig steht gut. Schön abgefangen der Ball von Bruno, so rum. Paulsen, der geht wieder einfach durch. Paulsen, Paulsen. Was macht der Paulsen? Legt den rüber, aber da kommt keiner. Schmidtgal, wieso lässt denn Paulsen da einfach den Ball liegen?
Und nimmt ihr nicht mit, ist da schon so gut wie durch. Kruska, oh, da ist jetzt die Lücke, die Riesenlücke. Aufgepasst da. Weg das Ding. Thielemans, Selke, Paulsen, Thielemans, ah, der springt der Ball ein bisschen weg. Oh, schade. Schmidtgall, Safi. Ah, Schmidtgall. Immer noch Schmidtgall. Ah, kommt die Grätsche ein bisschen zu spät. Die linke Seite vollkommen offen. Schmidtgall kommt zum Flanken. Orban passt auf und Thielemans kriegt den Ball auf den Rücken. Und die Möglichkeit denn für Omari. So, Frankfurt, die stehen offensiv. Ziemlich. Wir werden mal wechseln. Kaiser darf sich ausruhen. Khedira kommt ins Spiel. Ayhan kommt mal für Orban ins Spiel. Und Kwaschner darf wieder für Paulsen spielen. Drei Wechsel also vollzogen. Das muss reichen. So, wohin? Einfach mal da in die Lücke. Oh, das ist mir zu gefährlich. So, Teigl. Ayhan. Khedira. Thielemans bleibt da erstmal Sieger. Hat auch Platz. Sieht Forsberg laufen. Ah, Forsberg ein bisschen zu überhastet. Und dann gibt es nochmal den Eckball. Den wird Thielemans nochmal direkt reinbringen. Wo ist er denn? Da ist er. So. Rein das Ding. Alles frei für Selke. Und schießt da den anderen Spieler nicht an. Anscheinend war es der Pfosten gewesen. Wir schauen nochmal drauf. Ja, der geht an den Pfosten. Ich dachte, er hat den Spieler angeschossen, der am Tor steht. Aber Selke, was ist das denn? Frei vom Tor und du machst es nicht. Der nächste Wechsel bei Frankfurt. So, 80. Minute. Schaffen wir das hier noch? Khedira bleibt Sieger. Bruno. Vor auf Kwaschner. Der geht da einfach durch. Kwaschner und Weiß im Tor. Weiß hat den gefangen. So. Er geht garantiert raus. Das habe ich mir schon gedacht. Thielemans, der ist schon ein bisschen fertig. Der kommt da nicht mehr hinterher. Ah, verschätzt sich da. Aber abgefälscht. Ah, alles gut. Alles gut gegangen. Der Seitenwechsel, ist da jemand? Da ist niemand, aber der Ball erstmal weg. Frankfurt, die gehen jetzt hier in die Offensive. Khedira holt sich da den Ball. Thielemans verliert den Ball. Der geht nochmal durch. Selke hoch auf Kwaschner. Unten steht Forsberg. Ah, Forsberg, der ist auch schon recht weit runter. Nein, jetzt hier nicht noch was riskieren. Thielemans, Selke. Forsberg. Selke, vielleicht mal mit der Möglichkeit. Und Kruska schießt ihn ins Aus. Wir bekommen nochmal einen Eckball in der 90. Minute. Plus 3. 2 Minuten waren nur angezeigt. Hier nochmal der Eckball. Thielemans führt den direkt. Oder wir spielen den mal kurz. Kurz. Bruno. Bruno flankt den rein. Da ist keiner. Bruno bekommt noch die Möglichkeit. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen. Und zwar, wie wir es nicht anders erwartet hätten, mit einem 1:0 gegen Frankfurt. Das Topspiel haben wir also schon mal gewonnen. Das erste Topspiel hier. Freiburg verliert 0:1 und Bochum verliert auch 0:1. Das sollte ja eigentlich heißen, dass wir auf Platz 1 momentan sind. So ist es natürlich auch. Wir haben zwar jetzt noch ein Spiel Vorsprung. Sandhausen und St. Pauli, die können noch ausgleichen, aber maximal wäre, minimal wäre Platz 3, denn Frankfurt hat 6 Punkte. Genau, die spielen nicht mehr und wo ist es? Der Karlsruher SC, die können maximal 7 Punkte holen. Gut, dann sind wir soweit auch durch. Mir hat es wieder richtig gut gefallen. Das macht momentan echt richtig Laune. Und in der nächsten Folge werden wir mal wieder die Spielerentwicklung bearbeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir wieder einen Daumen nach oben da. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal, denn ich bin raus. Tschüss! Hey!
I can't take it back, look where I'm at. We was OG like DOC, remember that. My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark heart use bass lines to replace you. Take time.